Und es geht weiter hier bei Batman Arkham Asylum, dem 18. Part. Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr aufgenommen nach dem Freakout beim letzten Mal wegen dieser einen scheiß Mission da hier. Und die mir jetzt versuchen weiterzumachen. Ich habe mal bei jemandem Also hat man schon. Nein, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Das war richtig. Ich habe mal bei jemandem, bei dem ich immer Let's Play schon in die Plays geschaut, da spiele ich auch Let's Play. Dieser jemand brauchte 22 Parts, um das Spiel durchzuspielen. Das ist jetzt unser 18. hier. Der hatte auch so 25 Minuten Parts immer. Deswegen denke ich, dass ich das Spiel heute durchspielen werde in den nächsten 2-3 Stunden. Ich hoffe maximal 3 Stunden, also glaube ich nicht. 2 Stunden mehr vielleicht noch brauchen. Wie gesagt, Part 18, derjenige hat 22 Parts, sowas um die Drehung werden wir auch haben. 23, 24 vielleicht, der hat ein paar längere dabei. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass mir das gelingen wird. Jetzt ist auch Batman endlich gestartet tatsächlich. Beziehungsweise, es wird morgen, werde ich den ersten Part hochladen. Ja, wunderbar. Ich hab da, war ja Sprengstoff, stimmt. Scheiße! Ja, das ist jetzt natürlich schon wieder dumm. Aber dass die Mission unfair war, das wissen wir ja mittlerweile. Töte ihn! Schlag ihn tot! Ja. Ja, ich hab nicht dran gedacht, da war ja Sprengstoff auf den Säulen, stimmt, ach, das ist doch scheiße. Und wir probieren es erneut. Also es kann auch sein, dass ihr jetzt immer noch 2 Stunden für diese eine Mission braucht. Das ist durchaus möglich. Denn die ist so scheiße, das gibt's ja gar nicht. So, wir gehen weiter. Ich habe auch keinen Plan, wie ich das anstellen soll. Weil an sich, es gibt ja, du musst ja an sich, musst du die ja nur ausschalten. Es gibt nicht irgendwas spezieller Trick oder so. Ich muss da hin und muss die irgendwie lautlos ausschalten, weil im Nahkampf habe ich keine Chance gegen die. Durch diese scheiß Waffen da hier, die sie haben. Das war falsch. Das war falsch, das war richtig. Wie schalte ich denn lautlos 7 Gegner aus? Okay, ja, ich bin gerade ein bisschen leiser, sorry dafür, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Ja toll, wunderbar, das hat ja wieder mal super geklappt. Und du machst nicht das, was du sollst. Natürlich machst du nicht das, was du sollst und kletterst da drüber, sondern hältst dich nur fest. Aber das ist doch scheiße, die Mission, ganz ehrlich. Du kotzt mich jetzt schon wieder an. Ja, komm, leck mich doch. Vielleicht komm mal, nö, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir nochmal, ich komm mal vergessen. Dümmste Mission im ganzen Spiel. Weil schon diese Startposition da oben in dem Ding ist schon total scheiße. Weil ich keine andere Wahl habe, als da runter zu springen. Ist total beschissen. Der Entwickler, der diese Mission einprogrammiert hat, der gehört verprügelt, weil das ist ja wohl die dümmste Drecksmission im ganzen Spiel. Ich habe beim letzten Mal ja schon gedacht, dass diese eine Mission da scheiße ist mit diesen, wo wir keinen Alarm auslösen durften. Aber das hier übertrifft es ja sogar nochmal, also. Ja, komm. Junge, mach schon. Ja, okay, wir versuchen es jetzt wieder, aber wird sowieso nicht. Wird sowieso nicht. Wird sowieso nicht, kann ich jetzt schon sagen. Ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren. Geht einfach immer weiter. Du hast Joker gehört. Zeit zu sterben. Ja, toll. Wunderbar. Ich dachte, warum kann der denn die nicht von der Seite aus lautlos ausschalten? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, toll, hier ist schon der nächste Depp. Okay, ich muss sie irgendwie versuchen auszuschalten, solange ich das noch kann. Komm, schlag sie. Beide. Okay, komm, hau drauf. Da hätten wir zwei los. Komm. Und weg. Irgendwo hin. Ist egal wohin. Hauptsache weg. Irgendwo hin. Hauptsache weg.
Ist egal wo. Okay, wo sind die Gegner? Es sind nur noch zwei. Sind nur noch zwei, wir können es schaffen. Okay, komm, komm, komm. Erwisch ihn! Nein, 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 nein. Dann ist schon der letzte Spaten. Das muss jetzt irgendwie gelingen. Ich darf jetzt nicht wegen dem einen verrecken. Jetzt habe ich dich. So, jetzt haben wir sie ausgeschaltet. Endlich. Oh, Gott sei Dank, Leute. Wir haben die Scheißmission hinter uns. Boah. Was war denn das, bitteschön? Meine Fresse. Okay, dann können wir hier das Ding hacken. Das habe ich eigentlich vorhin schon gesehen. Ist da noch ein Tonband oder sowas? Nee, ne? Ja, das sollst du schon... Du sollst das auswählen. Meine Fresse. Ich habe mir ja beim letzten Mal ein Update, dass es eigentlich leichter machen sollte, aber bisher habe ich davon ja noch nichts gemerkt. Irgendwie... Hallo? Ich verarschen? Mein Controller vibriert mir hier zwar absolut, aber... Was war das jetzt? Wenn ich jetzt wegen so einer Scheiße sterbe, dann ist aber... Da muss ich da überhaupt weiter? Moment. Wo muss ich denn hin? Theoretisch darüber. Kann ich das Teil überspringen oder muss ich das hacken? Ich fürchte fast, ich muss, aber... Können ja mal... Nee, oder? Doch, doch. Ja, doch, scheiße. Ja, wir haben keine Wahl. Ich muss das Scheißdreck da oben machen, aber... Das ist ja... Ey, wehe, ich sterb jetzt wegen dem Gelump da, weil das nicht klappt. Dann flippe ich aber aus. Egal, wir probieren es einfach. Halt ein bisschen Abstand. So, komm, das muss klappen. Da war schon mal was. Ah, schade. Warum ist das denn immer wieder weg? Jetzt habe ich es. Okay, sehr, sehr schön. Gut. Wir können weiter. Wir müssen doch bald mal bei Croc sein. Was war? War's Croc? Ich glaube, es sollte Croc sein, den wir jetzt finden müssen. Was haben wir hier? Okay. Sieht irgendwie seltsam aus, egal. Und weiter geht es. Hier hindurch. Und bitte, ja, Checkpoint sieht schon mal gut aus, sehr schön. Und die Musik sagt mir schon, dass hier irgendwas Bedrohliches. Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Was war's denn jetzt? War's ein Grafikbug? Ich dachte jetzt schon, mein Spiel ist abgestürzt oder sowas. Das ist die Intro-Sequenz vom Spiel. Okay, doch nicht. Etwas umgeändert. Du hattest recht, Mr. J. Klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Hallo, neuer Patient. Das ist Scarface. Sicherheitschef der Joker-Anstalt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www. Ich glaube, ich werde verrückt und ziemlich wie eine... Bitte, du kannst uns gehen lassen. Wir werden dich versuchen zu sehen. Halt, ich mal, du dummer Alter. Ich hab's nicht getan. Halte die Klappe. Okay. Er sieht gar nicht so groß und furchteinflößend aus, oder, Mr. J?
Ja, ich hab... Sieh mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Höhle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Oh, super! Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen! Mit einem Knall! Ja, Skag. Was? Bitte was? Weiche den Schüssen des Jokers mit dem mittleren Sticker. Ich dachte, das wäre eine Cutscene. Warum ist denn der mittlere Stick zum Chargen? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja, sag ich doch. Hier stimmt nämlich irgendwas nicht. Das können Sie mir nicht erzählen. Der kann sie mit dem mittleren Stick ausweichen. Wie soll das denn funktionieren? Beim mittleren Stick, der Kontrolle hat ja keinen mittleren Stick. Und was ist denn hier noch los? Was zur Hölle? Ich komm grad. Irgendwie dreht hier gerade alles durch, aber das ist Scarecrows Art, sowas zu tun. Wir haben ja schon dreimal gegen. Ja, war klar. Hallo? Okay. Da hat jemand Hunger. Was soll das jetzt eigentlich hier wieder? Sei jetzt mal still, mein Freund. Was versuchst du anzustellen? Das schon wieder. Hatten wir ja auch noch nicht auf fünfmal. Wieder dasselbe Prinzip wie immer, noch schwieriger. Ja, aber natürlich. Warum denn auch was Neues? Das tut nicht weh. Das war jetzt voreilig. Das war dumm. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Schade. Aber okay. Versuchen wir das Ganze doch nochmal. Vielleicht brauchst du wieder 5 Versuche. Ist ja bei dem Kampf normal, dass ich da fehle. Aber ja. Deckung, geh da hoch. Okay. Was machst du, kleine Fledermaus? Vorsicht. Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich, wie viele von uns... Sagt die Skelette tot? Als er seine Vision... Aua. Erklärte, au, au, au. Jetzt zerstört sie endlich. So, den Baseballschläger nehme mal ich. Nicht in den Streif halten. Okay. Sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit, haben unseren Unfall seine innovative Schlachterei bestätigt. Okay, lauf. Unser Forschungsleiter Dr. Crane hat keine wirklichen Fortschritte erzielt, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Ja. Unsere neue Patientin ist das jetzt fies. Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde. Und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Okay, komm, lauf, 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 lauf. Schneller. Boah, das war jetzt. Das war jetzt knapp. Ich warte lieber nochmal, weil ich hab jetzt. Das Streiche oder bin ich das? Das ist jetzt eigentlich gerade seltsam. Ach du heiliger Bimbam. Ach herrje. Eine neue Idee gefällt mir. So, wie mache ich das jetzt? Wir haben Scarecrow noch nicht live gesehen. Es kommen immer diese Illusionen von ihm. Aber dass der Typ mal wirklich vor uns stande, das kam noch nicht irgendwie. Kriegen nur immer denn seine Traumsequenzen hier zu sehen. Lauf, lauf, lauf.
Wow. Das war dumm. Oh, nee, es hat sogar geklappt. Boah. Ich dachte gerade, das wäre dumm. Können wir es tatsächlich jetzt mal mit einem Versuch geschafft haben? Wäre ja unfassbar. Hat's geklappt? Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Hat's geklappt? Oder nicht? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Jetzt hier noch irgendein Bosskampf. Ich verstehe gerade nicht so ganz, was hier abgeht, muss ich gestehen. Diese Switch zwischen der Traumwelt und dann diesen Illusionen hier mit Joker im Gefängnis und jetzt wieder das hier mit der realen Welt anscheinend. Ich komme nicht ganz mit, muss ich gerade gestehen. Aber wir zerhauen einfach mal die Skelette, das kann ja schon mal nicht schaden. Zack, weg auch mit dem. Bei denen funktioniert irgendwie sogar der Konter. Also, fällt mir gerade so auf. Ja, und jetzt? Durch den Batarang. Hier. Schade, funktioniert nicht. Oh, was bist denn du? Hau drauf. Du hältst mehr aus, als du sollst. Es ist dasselbe Prinzip wieder. Aua. Ja, okay, ich merke schon. Hau ab. Renn mal. Weg. Und trotzdem trifft er mich noch. Ernsthaft? Und jetzt? Und jetzt? Ah, wieder normale Gegner. Kann ich mir mein Leben auffüllen? Ha. Ja, natürlich. Wie viele kommen da? Und so ein Dicker auch noch. Ja, klar. Ganz meine Meinung. Aber nicht genügend Gegner hier. Weg! Boah. Wenn ich den halt irgendwie ausschalten könnte, ne? Ist gerade so der gefährlichste. Mach ich aus! Boah. Okay, komm. Den schaffen wir jetzt auch noch. Weg! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir's? Sieht gut aus. Nehmen wir auch an, das war der dritte und letzte Kampf gegen ihn. Was? Wie machst du das? Du hast genug Gift geschluckt, um 10 Männer zum Wahnsinn zu treiben. Was bist du? Dann kommt schon wieder. Batman, du bist genauso durchgeknallt wie wir alle. Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Sorry, dass ich den Dialog unterbrechen muss, aber wir haben Upgrade freigeschalten. Battering Kraften, ja, braucht an sich nicht. Combo Battering braucht an sich auch nicht. Der Spezial Warf ist eine Idee, eventuell, aber. Oh, nicht unbedingt notwendig. Ferngesteuerte Batarang, Schallbatarang. Ach, nee, nicht unbedingt. Multifrequenzzünder brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Reichweitenverstärker. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich nehmen, Leute? Ja. War die Spezial-Combo-Wurf. Denkt ihr, noch so ein Combo kann nicht schaden. Ja. So, wo ist jetzt Scarecrow hin? Wo muss ich überhaupt lang? Denn ist Crocs Verstecker. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Wenn das für mich nach einem Secret aussieht. Wieder eine Riddler-Trophäe, schätze ich mal, aber... Können sie ja mitnehmen. Oder? Doch nicht? Geht's hier weiter, oder was? Doch so aus, als ging es ja weiter. Das sieht eindeutig nach weiter aus.
Ich würde sagen, wir folgen ihm einfach mal, aber wo hat denn der andere Weg hingeführt? Das frage ich mich gerade. Du auf denselben Weg hinaus? Ernsthaft? Jetzt ist es doch komplett unnötig, da durchzukriechen, oder habe ich was nicht mitgekriegt? Oder war die Tür vorhin noch verschlossen? Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Was haben wir hier wieder? Es sind zu viele Wege gerade. Wir gehen einfach mal da runter. Aber ob ich da jetzt einfach runterspringen soll? Ich hätte da runterspringen, ist eine scheiß Idee. Ich sagte ja, da runterspringen ist eine scheiß Idee, aber... Aber wir sind unten. Irgendwie haben wir es geschafft. Okay, gehen wir jetzt nochmal weiter. Wo ist der denn eigentlich lang? Sie sind in diesen Schacht runtergefallen, aber wie komme ich da rein? Klettern. Ja, mach mal. Ah. Nee, jetzt wieder runter, nehme ich an. Das sah mir nicht so gewollt aus, irgendwie. Das sah mir überhaupt nicht aus wie gewollt. Oh, Kameras. Die reden über Killer Croc. Ben, Jungs, ich hab die Tür hinter ihm verschlossen. Er kommt nicht mehr raus. Sicher? Sind wir da nicht so sicher an deiner Stelle? Okay, welcher von denen ist der Bewaffnete? Der da vorn. Dich schalte ich dann mal zuerst aus. Damit du mir nicht mehr auf den Sack gehst. Und dann dein Freund hier mit dem Dings da. Damit auch der mir nicht mehr auf den Geist geht. Aber ich hau. Und du bist kein Problem. Du bist absolut kein Problem. Denn du kannst nichts. Sag ich doch. So, was haben wir hier? Ein Computer, aber den kann ich nicht benutzen. Oder? Nee, ne? Ja, war klar. Bauen wir jetzt wieder unser Dingsterbums da. Versuchen wir die richtige... Okay, Punkt 2 leuchtet. Ja, da war's. Da war's. Sehr schön. Und da unten ist auch der Aufzug gelandet. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Und was da unten ist, ob wir auf Croc treffen, ob wir vorher Scarecrow erledigen oder wie überhaupt oder was, das werden wir alles sehen. Danke fürs Sehen, bis zum nächsten Part. Ciao.